Nach der Präsidentschaftswahl in der Elfenbeinküste herrscht in dem westafrikanischen Land nach wie vor Ungewissheit. Das Gesamtergebnis steht noch nicht fest. Bei Ausschreitungen kamen Medienberichten nach mindestens 12 Menschen ums Leben. Wahlbeobachter berichten, Wahllokale seien von Angreifern verwüstet und andere gar nicht geöffnet worden. Ein Vertreter des Parteienbündnis RHDP, dem Präsident Alassane Ouattara angehört, sagte: Das Bündnis RHDP ruft die Behörden des Landes auf, standhaft zu bleiben. Wir trauern um die Toten, für die die Gewalt der Opposition verantwortlich ist, hinter der Auftraggeber wie die Herren Afi Nguessan, Guy Kawé, Mabri und andere stecken. Déplorer les morts, ni des agresseurs de l'opposition, ayant Die Opposition hatte zum Boykott aufgerufen und kündigte an, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Dass sich Präsident Ouattara um eine dritte Amtszeit bewirbt, stuft die Opposition als nicht verfassungsgemäß ein. Das Bündnis RHDP widerspricht dieser Sichtweise, da es 2016 eine Verfassungsänderung gab, sodass die vorherigen Amtszeiten nicht einzurechnen seien. Die Oppositionsparteien rufen zur Bildung einer zivilen Übergangsregierung auf, um die Bedingungen für eine Wahl zu schaffen, die gerecht und transparent ist und an der alle teilnehmen können. Ouattaras Ankündigung im August, erneut anzutreten, löste in der Elfenbeinküste Unruhen aus. Rund 30 Menschen kamen bei Ausschreitungen vor der Wahl ums Leben.